Das schöne Wetter, was wir bis jetzt hatten, geht leider zu Ende. Schon für heute Nachmittag wird ein starkes Unwetter vorausgesagt. Ach du große Güte, Kuschel. Wir kriegen schlechtes Wetter. Und nach links. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier bin ich, hellwach und bereit loszulegen. Hey, Buggy, was liegt denn heute an, hä? Keine Ahnung, Buddel, aber Bob wird gleich kommen und es uns sagen. Oh, hoffentlich hat er ein bisschen was für mich zu heben. Ja, und für mich was, was Spaß macht. Guten Morgen, Team. Morgen, Bob. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Was machen wir heute? Ich brauche dich und Heppo. Wir müssen Bauer Gurkes alten Schober reparieren. Hallo, hier ist Bobs Baugeschäft. Oh. Mhm. Oh, keine Sorge. Ich schicke Ihnen Buddel vorbei. Der hilft Ihnen bei der Ernte. Können wir das alles schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Bis dann! Wiedersehen! Oh je. Ich wusste nicht, dass der Schober so kaputt ist. Kriegen wir ihn bis heute Abend fertig, Bob? Das müssen wir, Buggy. Bauer Gurke, da bin ich, um Ihnen bei der Ernte zu helfen. Sehr schön. Zu zweit fahren wir die Ernte bestimmt in der halben Zeit ein. So, das müsste genügen. Oh nein! Was ist denn, Bob? Dieser alte Balken ist vollkommen verrottet. Auweia, das ist aber nicht gut, oder? Nein, Heppo. Wir müssen ihn auswechseln. Was? Jetzt gleich? Natürlich jetzt gleich. Sonst kracht doch alles zusammen, wenn Bauer Gurke nachher seine schweren Strohballen darauf ablädt. Oh je, und das wäre nicht gut, oder? Richtig, Heppo. Also auf geht's los, fangen wir an. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Glaube ich jedenfalls. Rumpel! Rumpel! Oh, da bist du ja. Bauer Gurke braucht dich unten am Teich. Er hat gesagt, es wäre sehr dringend. Oh, dann mache ich mich schleunigst auf den Weg. Bis später, Rollo. Alles klar, Rumpel. Oh nein, nein! Rumpel! Rumpel, halt an! Du malst lauter krumme Linien auf die Straße. So was Dummes. Ich muss versuchen, ihn einzuholen. Na du, wo will Rumpel denn so schnell hin? Oh nein, was macht er denn? Ich muss Bob unbedingt anrufen, jemand muss Rumpel aufhalten. Rollo! Rollo! Fahr den Trecker danach! Das versuche ich ja gerade! Ich versuch's ja! Bobs Baugeschäft? Oh, hallo, Bauer Gurke! Oh nein! Weiße Farbe? Überall? Oh nein! Machen Sie sich keine Sorgen. Ich sage Bob sofort Bescheid. Danke. Ja, auf Wiedersehen. So, das wär's, Frau Töpfer. Ihr Zaun ist wieder heil. Oh, danke, Bob. Ich hatte nämlich Angst, dass mein Hund durch das Loch auf die Straße läuft. Entschuldigen Sie bitte, Frau Töpfer. Hier ist Bobs Baugeschäft. Oh, hallo, Wendy. Die Maschine für die Straßenmarkierung? Was, die hängt an Rumpel dran? Weiße Linien überall? Du große Güte. Wir sind schon unterwegs, Wendy, keine Sorge. Entschuldigen Sie, Frau Töpfer, ich muss los. Ein Notfall, wissen Sie? Oh, schon gut. Haben Sie vielen Dank, Bob.
Bis bald. Knolle, sieh doch mal, was ich gefunden habe. Kann ich nicht. Ich bin damit beschäftigt, Krähen zu verjagen. Aber ich sehe hier überhaupt keine Krähen. Genau. Da kannst du mal sehen, wie gut ich bin. Knolle, sieh dir das an. Sind die süß. Die sehen aus wie Haarbürsten, die auf dem Rücken liegen. Du hast keine Ahnung, Rumpel. Das ist die Igelfamilie. Aber sowas habe ich hier noch nie gesehen. Oh, weißt du, naja, Igel kommen gewöhnlich auch nur nachts raus. Wahrscheinlich sind sie jetzt schon aufgewacht, weil sie Hunger haben. Pass mal auf, sie werden bestimmt gleich weitergehen. Da, siehst du, habe ich dir nicht gesagt? Weißt du, ich hatte ja auch nur Angst, dass sie über die Straße laufen. Mehr nicht. Also dann, Buggy, jetzt fangen wir an und machen die Straße wieder richtig schön, ja? Das heißt, du verteilst deine Ladung schön gleichmäßig, okay? Kein Problem, Bob. Du kannst dich auf mich verlassen. Hast du gut gemacht, Buggy. Danke, Bob. Rollo, jetzt bist du dran. Na endlich! Ich kann's kaum noch erwarten! Oh nein, da gehen ja Igel über die Straße. Rollo, pass auf! Halt! Was? Igel? Oh, Bob, Buggy, seht doch mal, Igel! Oh. Du große Güte. Ich muss sagen, das war knapp. Ach, herrje. Vorsicht. Oh, danke, Buddle. Gut, ihr beiden. Die Reparaturen dürften nicht mehr lange dauern. Wir treffen uns auf dem Hof. Bis dann, Bob. Ja, bis später. Oh. Hast du heute nichts zu tun? Nein, es ist zu heiß. Deshalb haben wir für heute frei bekommen. Von mir aber ganz bestimmt nicht. Macht euch wieder an die Arbeit, ihr zwei. Machen wir, Herr Gurke. Entschuldigung, Herr Gurke. Wir sind schon auf dem Weg, Herr Gurke. Puh, Rollo, es ist wirklich heiß heute. Ja. Lass uns eine Pause machen, ja? Ist die Arbeit zu schwer für euch? Ihr arbeitet am liebsten im Schneckentempo, nicht? Hey, lieber langsam vorankommen als gar nicht. Außerdem arbeiten wir sonst schneller als ihr beide. Bauer Gurke sagt, ich wäre der schnellste Trecker, den er je gehabt hat. Genau, also... Ach ja? Ja, ich bin viel schneller als du. Bist du nicht? Bin ich doch. Bist du nicht? Beweis es doch. Und wie? Ganz einfach, indem ihr beide um die Wette fahrt. Gute Idee, Knolle. Machen wir ein Wettrennen, Rumpel. Na schön. Ja, gut. Heute Mittag um 12 treffen wir uns am Ententeich. Abgemacht. Komm, Rollo, das müssen wir Bob erzählen. Warte auf mich! Oh, Knolle, was mache ich denn jetzt bloß? Ich hätte zu dem Rennen mit Buggy nicht Ja sagen sollen. Ich werde verlieren. Wieso denn? Ich denke, Bauer Gurke hat gesagt, du wärst der schnellste Trecker. Oder nicht? Rumpel? Naja,
Eigentlich hat er gesagt, ich wäre das schnellste Plappermaul, das er je hatte, nicht der schnellste Trecker. Ich habe noch nie im Leben an einem Rennen teilgenommen. Rumpel, das ist dumm von dir. Mixi, wo ist Bob? Wir brauchen seine Hilfe bei dem Rennen. Welches Rennen? Sag mal, was ist denn los, Buggy? Hallo, Bob, du musst mir unbedingt bei dem Rennen helfen. Rennen? Was für ein Rennen? Ich mache ein Rennen mit Rumpel und zwar um 12 Uhr am Ententeich. Oh, wie aufregend. Da werden wir noch einiges organisieren müssen. Wenn ihr ein Rennen macht, braucht ihr eine Rennstrecke, auf der ihr fahren könnt. Habe ich recht, Bob? Stimmt, Wendy. Dazu braucht man eine Rennstrecke. Bob, kannst du die vorbereiten? Yo, das kann ich. Ja! Buggy wird gewinnen! Buggy wird gewinnen! Gut, Buttel, gehen wir an die Arbeit. Komm schon, Rumpel, beweg dich. Du musst einfach schneller werden. Oh, wie sieht's aus? Habt ihr meine Nase gefunden? Tja, weißt du, das ist so. Wir haben überall gesucht, aber... Aber wir haben nur ein paar Sachen gefunden, die deiner alten Nase ähnlich sehen. Hier. Wirklich, das ist sehr lieb von euch, aber... Komm schon, Knolle, probier's doch wenigstens mal. Na schön, meinetwegen. Aber ihr dürft erst dann gucken, wenn ich es euch sage. Tada! Oh, das finde ich gemein, von euch zu lachen. Lecker. Und wie wär's mit der hier? Nein, die ist viel zu groß. Und mit der? Die ist zu klein. Und wie sieht die hier aus? Gar nicht mal schlecht. Ja, aber ist sie auch furchterregend? Nein. Tja, jetzt ist nur noch eine einzige übrig. Wie sieht die aus? Die passt einfach nicht zu dir, Knolle. Oh, ich gebe es auf. Knolle, ist alles in Ordnung? Ja, aber irgendwas... Oh, Nolle, da ist ja deine Nase, sie ist wieder da! Hurra! Aber wo kommt die plötzlich her? Die muss im Maulwurfsnest gewesen sein. Ja, sie ist mir bestimmt bei meinem Karate-Training abgefallen. Karate? Bei deinem nächsten Training solltest du besser aufpassen. Ich hatte doch bloß Angst, dass die Vögel mich nicht mehr furchterregend finden. Oh, Knolle, du bist die furchterregendste Vogelscheuche, die ich kenne. Ja? Ja. Kann er Furcht erregen? Jo, das kann er. Knolle macht sich wieder an die Arbeit.